Das Thema Flüchtlinge ist momentan in den Medien sehr präsent. Dabei spielt die Solidarität eine wichtige Rolle, wenn Flüchtlinge nach Europa kommen. Und deshalb bin ich an meiner Schule, dem Gymnasium Paulinum, mal der Frage nachgegangen, wie solidarisch hier mit Flüchtlingen umgegangen wird. Um meine offenen Fragen zu klären, habe ich mich mit Schulleiter Herrn Dr. Grave unterhalten, der bereits einige Flüchtlinge am Paulinum aufgenommen hat. Wie viele Flüchtlinge besuchen denn derzeit das Gymnasium Paulinum? Wenn wir das in einem ganz eng definierten Rahmen sehen von Jugendlichen, die einen erklärten Flüchtlingsstatus haben, sind das 11. Es sind allerdings auch viele andere Kinder und Jugendliche hier, die ohne diesen erklärten Flüchtlingsstatus hier sind und trotzdem eine zum Teil dramatische Biografie haben, bevor sie nach Münster gekommen sind. Und die Flüchtlinge, in welchen Klassen sind die denn untergebracht? Die sind bei uns in den ganz normalen Klassen integriert. Also wir haben keine Auffangklassen oder besondere Gruppen, sondern versuchen die Schüler von Anfang an in die normalen Klassen unserer Schule zu integrieren. Und zusätzlich bekommen die Deutsch als Zweitsprache als Unterstützung, um dann zunehmend sicherer am Regelunterricht teilnehmen zu können. Was tun Sie denn, um die Flüchtlinge in den Schulalltag zu integrieren? Wenn jemand neu zu uns kommt und vielleicht noch vor 2 Wochen in Damaskus zur Schule gegangen ist, gehen wir davon aus, dass er eine Unterstützung durch Mitschüler braucht, durch Lehrer, die sensibel auf seine Situation reagieren können. Und das heißt, unabhängig von seinem schon vorhandenen Deutsch, bekommt er einen Paten, eine Patin aus seiner Klasse, die sich in der ersten Zeit intensiv darum kümmert, dass er seinen Weg im Alltag dieser Schule auch findet. Und zugleich haben wir inzwischen für die Eltern eine Gruppe, Paolo heißt die, die sich um die Alltagsprobleme von Familien kümmert, die mit einem deutschen Schulsystem noch gar nicht vertraut sind. Fördern Sie denn die Schüler auch schulintern durch spezielle Angebote oder Kurse? Wir haben vor allem diese Kurse Deutsch als Zweitsprache und wir machen den Schülern auch von Anfang an klar, ihr müsst nicht perfekt sein. Es reicht, wenn ihr halbwegs ausreichende Leistungen erbringt. Das ist schon ein Erfolg und versuchen die da auch immer drin zu bestärken, dass wir ihnen deutlich machen, die Bewältigung dieses Schrittes in ein neues Schulsystem mit ganz neuen Anforderungen und in eine neue Sprache ist eine grandiose Leistung, die in den Noten, die dabei rauskommen, sich gar nicht erst ausdrücken können. Können Sie denn beobachten, ob sich diese Schüler in den normalen Schulalltag integrieren können? Ja, also wir haben den nachhaltigen Eindruck, dass die ihren Platz hier finden und zwar in ihren Klassen und nicht als eine Sondergruppe, in der dann Syrer mit Syrern und Bulgaren mit Bulgaren auf dem Schulhof in einer Ecke stehen, sondern diese Integration funktioniert in der Regelklasse mit den anderen Kindern. Wie sehen Sie denn die Bereitschaft des Paulinums, auch weitere Flüchtlinge aufzunehmen? Die gesamte Elternschaft steht hinter diesem Konzept und sagt, für unsere Kinder, also die gewachsenen Münsterländer, ist das eine Bereicherung, mit Kindern aus der ganzen Welt zusammenzukommen. Und diese Bereicherung kann auch bedeuten, dass da eine Klasse vielleicht mal etwas größer ist, als sie unbedingt sein müsste, aber das akzeptieren wir. Und das ist unsere Vorgabe auch gewesen, als wir gesagt haben, wir werden Referenzschule für die Integration von Flüchtlingen, dass wir das im Rahmen dieses seit Jahren erprobten Konzepts machen. Ein Flüchtling, der am Paulinum zur Schule geht, ist Ried. Mit ihr habe ich mich unterhalten können und sie hat mir viel darüber erzählt, wie es ihr am Paulinum und generell in Münster geht. Ja, ich bin Ried, ich komme aus Palästina. Ich hatte eigentlich in Lübingen gewohnt vorher. Ich bin 13 Jahre alt, ich bin in die 7. Klasse. Finde ich die Schule cool. Wie ist denn deine Familie insgesamt hier nach Münster gekommen? Eigentlich haben wir so mit einem kleines Schiff gekommen, mit 320 Personen, ein kleines Schiff. Und dann haben wir so eigentlich von Libyen bis Italien gekommen.
mit einem Schiff, das dauert einen Tag. Und dann von Italien zu Österreich, von Österreich bis Deutschland. Hast du schon viel gesehen auf jeden Fall? Ja. Warum seid ihr denn überhaupt geflohen? Wir hatten eigentlich hier geflogen, weil wir hatten ein großes Krieg in uns, wer hat gewonnen eigentlich, weil es ist nicht mein Land. Mhm. Wir hatten da ein großes Krieg eigentlich, manche von meinen Freundinnen hat so geknappt und manche hat ihre Familie nicht mehr gefunden, weil sie hat so gestorben und so. Und deshalb haben wir hier gekommen. Aber du bist mit deiner gesamten Familie hier? Ja. Oder hast du noch Familie in deinem Heimatland? Nein, eigentlich habe ich hier meine Familie, nur mein Onkel ist da. Eigentlich, wir hatten vorher so versucht, so mit dem Flugzeug zu hier kommen, aber das hat nicht geklappt, weil immer da, eigentlich in den letzten so Tagen hat die Airport so kaputt gegangen und so. Wie fühlst du dich denn jetzt genau am Paulinum? Eigentlich, Paulinum ist eine sehr gute Schule. Sehr Spaß, die Kinder sind sehr nett. Meine Schüler und Schülerinnen in meiner Klasse sind so nett. Ja, ich mag diese Schule einfach. Also wurdest du gut in die Klassengemeinschaft aufgenommen? Ja, viel besser als meine alte Schule. Unterstützen sich denn deine Mitschüler, wenn du was nicht verstehst oder so im Unterricht, was die Lehrer sagen? Ja, das übersetzt mir die ganze Klasse. Das ist total cool. Also, und die Lehrer, sind die auch? Die Lehrer sind so nett. Also sehr verständnisvoll. Ja. Das ist schön. Wie läuft denn dein genereller Alltag ab? Also jetzt morgens, mittags, abends? So wie ein normales Kind jetzt. Ich bin wieder so wie ein normales Kind. Wieder? War es vorher nicht so? Nein, eigentlich nicht. Wie war es denn vorher? Eigentlich, ich dürfe gar nicht von Hause gehen. Du wirst weil, ja. Oder werde ich geknappt dann. Willst du denn hier in Münster bleiben oder willst du noch irgendwo anders hin? Nein, ich will in Münster bleiben. Glaube ich dir nach so einer langen Reise, die du schon hinter dir hast. Also hast du sehr viel Angst vor Abschiebung. Also ist es denn immer noch so, dass du befürchten musst, abgeschoben zu werden, also von Münster wegzugehen? Ja, eigentlich ja. Und wie gehst du damit um, also gefühlstechnisch? Ja, eigentlich so mit dem Onkel und seinen Cousinen so mitsprechen, das geht. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Was sind so deine Träume, dein Berufswunsch vielleicht sogar? Eigentlich mein Traum ist, in Münster hier zu bleiben, zu ein Haus finden, in dieser Schule ganz bleiben, weil wirklich das ist alles, am besten alles, wer ich hat vorher gewohnt. Wo wohnst du denn jetzt momentan? Also wo bist du untergebracht? Eigentlich jetzt, ich bin in Wolbeck gewohnt. Ich wohne jetzt in Wolbeck. Und dann, keine Ahnung, wir suchen jetzt vor ein Haus. Weil wir wollen so ein einziges Haus haben, weil jetzt wir wollen mit einer anderen Familie auch. Ja, das ist gut, ja, passt. Aber ja, wenn du dein einziges Haus haben, das ist viel besser. Hast du sonst noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? So, die Mensch hier ist ganz anders, wo du hast gewohnt. Hier hast du keine Angst, wenn du rausgehst. Auch wenn gibt's so jemand trunken, auch das ist nicht ein Problem wirklich. Weil gibt's Polizei hier, aber vorher gibt's keine Polizei eigentlich. Also bist du glücklich darüber, dass du jetzt hier bist? Ja. Das ist schön. Hoffst du denn noch, dass noch mehr Leute die Möglichkeit haben, hier zu hinzukommen, die aus so gefährlichen Gegenden stammen? Ja, weil, wenn du Syrien jetzt siehst, das ist wirklich so schlimm, weil meine Freundin kommt auch aus Syrien und sie hat die gleichen Probleme, wenn sie hat hier gekommen. Das ist wirklich so schlimm. Ich wünsche, dass alle hatten so wie mich jetzt. Mhm. Was ist denn mit deinen Freundinnen, die du jetzt da zurücklassen musstest? Hast du noch Kontakt zu denen? Ja, habe ich eigentlich Kontakt, weil gibt's Social Network. Ja, und dann Kontakt hier. Aber er immer sagt, das ist schlimmer geworden. Jeden Tag, das geht schlimmer. Rieds Geschichte hat mich sehr bewegt. Ich war mir gar nicht im Klaren darüber, dass Kinder mit einer solchen Hintergrundgeschichte am Paulinum zur Schule gehen. Nach diesen Gesprächen mit Herrn Dr. Grave und Ried habe ich eine Möglichkeit mehr, Solidarität zu zeigen, kennengelernt.